Herzlich willkommen zu den Job News. Job News. Ja, also ich habe sehr viele Kunden, musste gerade schmunzeln. Eine ältere Dame, die hat ein Schreiben bekommen von der Bank, da stand drin, dass sie für die Entstaubung des Geldes nicht zuständig wären. Da habe ich der Dame erklärt, die hat ein hohes Alter, da sie zu viel Geld auf der Bank gelassen hat, möchten die Banken das nicht. Meine eine hat auch Stress mit Banken, das ist klar. Das muss ich also auch noch eruieren, was die da von mir wollen, die Banken. Aber jedenfalls überall ist dasselbe. Dann habe ich eine Dame gehabt, die hat auch Schwierigkeiten mit der Commerzbank. Dann habe ich eine Dame gehabt, die hat Schwierigkeiten mit der Postbank. So, die Postbank schließt ab. Da kommst du nicht an dein Geld. Geht nicht, kommst du nicht dran. So, von 13 Uhr bis 14 Uhr hat die Postbank sozusagen auch geschlossen, wie die anderen Banken auch. Um 14 Uhr machen die wieder auf. Wenn dann die elektronischen Türen aufgehen und die nicht sofort wollen und einer tritt durch die Öffnung, wird er direkt angeschrien, ja, er wird direkt angeschrien, er hätte die Tür kaputt gemacht. Und all solche Sachen. Ja, war ein älterer Herr, ist klar, der war total verdutzt, blieb auch nicht aus. Und ja. Und wie gesagt, als Kunde hast du kaum noch Rechte. Als Kunde kommst du da rein und wirst also auch wie so ein Arsch behandelt. Ich war etwas irritiert, das muss ich einfach sagen. Weil vor mir war eine, die hat so einen Stapel Geld einlesen lassen, da ist überhaupt nichts gewesen. Da habe ich auch gewundert. Kommst du aber mit so einem Geldsack, kommst du mit dem Geldsack, schon hast du Ärger. Ne? Erstmal der Spruch, und so geht das nicht, und so weiter. Ein Hallo, Geld ist an sich Geld, aber schätzungsweise ja nicht. Wenn du also mit einem Geldsack kommst, bist du schon mal 5 Euro los, das ist klar. Bekommst also nicht die volle Summe ausgezahlt, die da in dem Sack drin ist, ist auch klar. Und du musst 5 Tage warten, bis du dein Geld bekommst, ist auch klar. So, seit dem 1.5. ist da etwas. Seit dem 1.5. wollen Banken dein Geld nicht. Ist so. Es gibt Menschen, die stehen hier, die wollen mein Geld nicht. Nö. Die wollen dein Geld nicht. Ja, es ist halt so, was soll man machen? Ja, was soll man machen? Ne? Ja, wie gesagt, ich werde gleich mal recherchieren. Ich nehme die Kamera nicht mit, weil dann hat man ja direkt wieder Ärger. Und alles müsst ihr ja auch nicht wissen. Ne? Alles müsst ihr auch nicht wissen. Wie gesagt, werde ich aber gleich recherchieren. Wieso, weshalb, warum die Banken keine Gelder annehmen. Die nehmen kein Geld an. Ne? Ja. Und das ist schon merkwürdig. Ja. Was willst du machen? Ja. Und jetzt jemand anderem das Geld geben, da musst du ja, also da musst du schon aufpassen, dass der nicht plötzlich dein Geld nimmt. Ja, also so viel Vertrauen würde ich mit Geld nicht machen, meine lieben Freunde, lass es sein. Gut, es gibt natürlich genügend Banken, das ist klar. Problem ist natürlich jetzt eine Bank zu finden, um dort Kunde zu werden, um da, wie gesagt, ne, ja. Ich finde das hochgradig interessant, dass das so ist. Ja. Was willst du machen? Ne? Ja, ich finde es sehr interessant. Ich habe ja immer hier meine Damen und Herren, die da von Satanisten reden und dann von Herrn, was weiß ich, reden und. Herr Söder musste sich gerade auch rausreden, weil er ja Disney genommen hat. Ne? Kommt zur Macht da und so weiter und so fort. CSU, was man an sich auch nicht darf. Wenn unser Eins irgendwas nimmt, wird er sofort gesperrt und. Na, aber die Herrschaften machen das in ganz, ganz, ganz großen Stil. Und durch dieses ganz, ganz, ganz große Stil, wie gesagt, ja, so funktioniert das. So, meine lieben Freunde, bis später. Ich freue mich, wenn ich das nächste Video mache. Mal gucken,
was ich euch so erzählen kann über Banken, deren Ideen, wie sie einen sehen und so weiter und so fort. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich tatsächlich gespannt. Ja. Was soll man machen, ne? Was soll man machen? Man hat nur noch Ärger. Man hat nur noch Ärger und fragt sich, was soll der Ärger? Warum wird man geärgert? Oder warum hat man so viel Pech? Warum hat man so viel Pech, geärgert zu werden? Ja, manchmal frage ich mich das auch. Ja, euch wünsche ich aber erstmal ein super tolles Wochenende. Und natürlich viel Spaß, ist klar. Und wollen wir mal sehen, ne? Alles klar, ich wünsche euch was.